Zahlen gestern für einen Tag? Wer weiß das? Genau, ihr seid ja gut. Also müssen wie viele Kerzen auf dem Zahlen? Zwei. Die eine hat ja letzte Woche schon geleuchtet. Nicht nur, dass wir uns treffen und die zweite Kerze anmachen. Was ist denn immer Besonderes, wenn wir uns hier treffen? Der zweite Adventssonntag. Ja, der war gestern, das haben wir schon gesagt. Und weshalb sitzen wir denn hier heute? Was passiert denn immer, wenn wir eine neue Kerze anmachen? Eine Adventsfeier. Eine Vorführungsstelle, genau. Und diese Woche hat die Pusteblumengruppe zusammen mit der Bullabü-Gruppe etwas vorbereitet. Und die geht es ja auch gleich erstmal aus dem Bild, damit ihr euch alle sehen. Jetzt geht auch rüber. Und ihr habt was vorbereitet, das heißt, oh, wie schön es duftet. Oder richtig, ja. Und von daher verschwinde ich hier mal, damit ihr mehr Platz habt. Und ich bin schon ganz gespannt und die Eltern bestimmt auch, was ihr Tolles macht. Vielen Dank und viel Spaß. Oh, wie schön das duftet, bald ist es soweit. Alle Kinder freuen sich auf die Weihnachtszeit. Oh, wie schön das duftet, bald ist es soweit. Alle Kinder freuen sich auf die Weihnachtszeit. Jedes Jahr zur Weihnachtszeit, da gibt es viel zu tun. Ohne Aufzug. Heute stehen wir in der Küche. Es wird viel gelacht. Ein ganzes Blech mit Weihnachtskeksen haben wir gemacht. Oh, wie schön das duftet. Bald ist es so weit. Alle Kinder freuen sich auf die Weihnachtszeit. Oh, wie schön. Bringen Kerzen an. Oma klingelt an der Tür, wir lassen sie her.